Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 10. September 2017? Mond bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Stier. Und wie trifft diese kosmische Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Stier. Die Stiergeborenen haben Wünsche, Sehnsüchte, Ziele. Sie sollen darauf achten, das nicht aufgeben, nicht daran zweifeln. Bei den Stiergeborenen sind kleinere Veränderungen und eine gute Nachricht ist schon unterwegs. Die Stiergeborenen haben Kraft, haben Mut und einige Stiergeborenen gehen auf die Reise oder planen eine Reise und diese Reise hat eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, die Liebe, Partnerschaft und das verläuft auch sehr gut. In die kommenden Tagen kommt auch mehr Leichtigkeit. Die Zwillingsgeborenen fühlen sich kraftlos, das ist die Unbeweglichkeit. Trotzdem ist ein beruflicher Aufstieg. Ein bisschen Geduld noch, bis da eine Verbesserung kommt. Eine Nachricht kann unangenehm sein. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen bekommen gerade Stabilität und Sicherheit. Die Krebsgeborenen haben mehr Mut und Kraft und sie können mit einer guten Nachricht rechnen und sie haben gerade einen beruflichen Aufstieg oder Chancen, Möglichkeiten beruflich etwas verbessern, beruflich verändern. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtiger Thema Liebe, Partnerschaft. Sie sollen heute auf den Gefühlen achten. Es sind ein bisschen durcheinander bei den Löwengeborenen, ein bisschen Geduld noch. In die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit, mehr Glück in die Liebe. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist wichtig, das persönliche Auftreten, die eigene Meinung und Kraft und Mut zeigen. Die Jungfraugeborenen führen ein klärendes Gespräch. Wo die Jungfraugeborenen achten sollen, überlegen, wann ist es angebracht zum Reden und wann ist es angebracht zum Schweigen. Bei vielen Jungfraugeborenen sind es Geheimnisse. Entweder sie bewahren ihren Geheimnisse oder sie erfahren etwas, also die Geheimnisse von anderen und damit können die Jungfraugeborenen hinter den Kulissen schauen. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen verlieren gerade die Gleichgewicht und sie fühlen sich unsicher. Ein bisschen Geduld noch, in die kommenden Tagen kommt es in Ordnung, bekommen die Waagengeborenen mehr Sicherheit, Stabilität, mehr Leichtigkeit. Die Waagengeborenen ist wichtig, gerade die Werten, auch das eigene Selbstwertgefühl, auch die Finanzen. In die liebe Partnerschaft kommt in die Tagen mehr Glück. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen sollen auch auf dem inneren Gleichgewicht achten, auf dem Gefühlen, Gefühlen zeigen und Gefühlen annehmen. Die Skorpiongeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben Chancen und Möglichkeiten. Das sollen die Schützengeborenen ernst nehmen, nicht aufgeben, nicht daran zweifeln. Die Schützengeborenen brauchen gerade Sicherheit, Stabilität, ein fester Boden unter den Füßen.
und das sollen sie auch bewahren. Eine Nachricht, ein Gespräch kann unangenehm sein bei den Schützengeborenen. Kann auch bedeuten, dass sie auf eine Nachricht warten und es kommt noch nicht. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben mehr Mut und mehr Kraft und sie können mit einem guten Gespräch oder mit einer guten Nachricht rechnen. Im Liebe-Partnerschaft sind noch Unklarheiten oder fühlen sich die Steinbockgeborenen noch unsicher. Die Steinbockgeborenen brauchen auch Sicherheit, Stabilität, auch einen festen Boden unter den Füßen. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen bedrückt etwas im Augenblick. Ein bisschen Geduld noch. In die kommenden Tagen kommt mehr Leichtigkeit und dann haben sie auch mehr Glück in die Liebe Partnerschaft. Sie sollen auf anderen zugehen, die Kontakt suchen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, aber bitte nicht heute und nicht morgen, sondern erst in die Tagen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben gerade ein gutes Gefühl. Sie fühlen die Sicherheit, Stabilität, haben klärende Gespräche, auch wichtig auf anderen zuzugehen, eine Brücke bauen, die Kontakte suchen, hat in die nächste Zeit eine Bedeutung. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist alles gut in die Liebe, Partnerschaft, da kommt mehr Sicherheit, mehr Stabilität. Aber bei Veränderungen sollen sie noch geduldig sein, etwas bremst noch, etwas sollen sie noch überprüfen oder anschauen. Es sind noch Unklarheiten und Unsicherheiten da bei größeren Veränderungen. Diese kosmische Energie beeinflusst unseren Alltag, beeinflusst unserem Leben. Das ist natürlich nicht maßgeschnitten, aber dabei kann ich Ihnen auch helfen. Wer jemand wissen möchte, welche Tage sind günstig, wie verläuft die Monat oder das Jahr, das kann ich ganz genau beschreiben. Und unten bei der Beschreibung befindet sich auch mein Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.